Dann fangen wir jetzt an mit einem Redebeitrag vom Migrationsrat Berlin-Brandenburg. Liebe Freundinnen und Freunde, der NSU-Prozess wurde kurz vor dem eigentlichen Prozessauftakt im April verschoben. Haben wir uns gewundert? Nein, die Verschiebung war zu erwarten, weil nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Platzvergabe neu geregelt werden musste. Das Bestürzende an dieser neuerlichen Panne ist ja, dass sie hervorragend in die bisherige sogenannte Aufklärung hineinpasst. Sie steht symbolisch für den gesamten Umgang mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Überall sollen Pannen passiert sein. Ermittlungspannen, Kommunikationspannen, Pannen beim Sichern von Beweisen, Pannen beim Aufbewahren von Dokumenten, Pannen bei der Namensgebung von Kommissionen, Pannen bei den Medien. Überall nur Pannen. Missgeschicke und menschliches Versagen. Wenn wir der Berichterstattung in den Medien glauben, haben wir es mit einer beispiellosen Serie von Pannen zu tun. Mindestens 9 Männer of Color werden ermordet, eine weiße Polizistin. Bombenanschläge und Banküberfälle kommen dazu. Die Inlandsgeheimdienste von Bund und Ländern sind beteiligt. Die Polizeibehörden mehrerer Bundesländer. Aber auch Fernsehsendungen und viele andere Akteure. Trotzdem gelingt es jahrelang, die Schuldigen im Kreis der Angehörigen zu suchen und die Communities der Opfer zu kriminalisieren. Trotzdem gelingt es, Migrantinnen und Sinti und Roma mit Verdächtigungen ein ums andere Mal zu verdächtigen. All das ist nur möglich, weil eine Menge im Argen ist. Eine Menge mehr, als bei diesem Prozess besprochen werden wird. Es wird dort nicht verhandelt werden, dass die meisten Rassistinnen keine Neonazis sind und dass sie sich nicht im Untergrund aufhalten. Die Antworten, die es zu geben gelte, müssten hier von politischen Verantwortlichen kommen. Sie müssten von Ämtern und Behörden kommen. Sie müssten aus den Medien kommen. Schluss mit institutionellem und strukturellem Rassismus. Es wird dort nicht verhandelt werden, dass Rassismus nur in einem Klima gedeihen kann, in dem weggeschaut wird, in dem das einzig Ersichtliche der Behörden darin besteht, zu vertuschen, wenn sie überhaupt ein Interesse entwickeln. Es wird nicht verhandelt werden, dass eine Politik auf den Prüfstand gehört, die Menschen nach Wertigkeiten unterscheidet. Eine Politik, die rassistische Kampagnen begünstigt und Initiativen gegen Rassismus und Neonazismus den Geldhahn zudrehen will. Schluss mit rassistischen Gesetzen. Schluss mit der rassistischen Panikmache aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Alle Menschen, die in Deutschland leben, müssen dieselben Rechte zur Teilhabe besitzen. Rassismus ist in diesem Land kein Phänomen von irgendwelchen Extremen. Der sogenannte rechte Rand ist tief in dieser Gesellschaft verankert und besteht vor allem aus Menschen, die sich als Demokratinnen verstehen. Rassismus ist Teil des Bildungssystems. Rassismus ist Teil der Justiz. Rassismus ist Teil der Polizeipraxis und des Gesundheitssystems. Rassismus findet jeden Tag in den Medien, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt statt. Wir fordern Schluss mit Rassismus im Staat, in Institutionen, in den Medien und in der Gesellschaft. Ein Verfassungsschutz, der sich zum Komplizen von rassistischen und neonazistischen Mörderinnen macht, gehört aufgelöst und abgeschafft. Seit der Wiedervereinigung sind über 180 Menschen Opfer von neonazistischen und rassistischen Morden geworden. Wie viele mehr sind angepöbelt worden? Wie viele mehr sind selbst beschuldigt worden, wenn sie sich an die Polizei gewandt haben? Wie viele Häuser und Heime haben gebrannt? Wie viele Synagogen, Moscheen und Kulturvereine wurden angegriffen? Wie viele Friedhöfe geschändet? Wie viele Menschen sind aufgrund ihrer Hautfarbe von der Polizei kontrolliert worden? Wer kann das Leid beziffern, dass Schwarzen, People of Color, Migrantinnen und solchen, die dafür gehalten werden, jeden Tag in dieser Gesellschaft zugefügt wird? Ja. Die Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Özdoğdu, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık,
und Halit Yozgat werden in München verhandelt werden. Aber wie viele rassistische Morde stehen dort nicht vor Gericht? Die Auseinandersetzung mit Rassismus findet auch im Gerichtssaal statt, keine Frage. Aber seine Bekämpfung gehört in alle Bereiche der Gesellschaft. Jeden Tag, zu jeder Zeit und überall.